Regulabi, wir sind hier auf der Blauen Weide, oberhalb von Blauen. Das ist ein Gebiet, das bekannt dafür ist, dass wahnsinnig viele verschiedene Rosenarten wachsen. Warum ist das Gebiet so beliebt bei Rosen? Also Blaue Weide ist am Südhang gelegen von der Blauen Kette, die eben ein Jura-Ausläufer ist. Und die Jura-Ausläufer oder überhaupt das Gebiet von Genf bis nach Schaffhausen gehört zum beliebten, zum bekannten Rosengarten von Europa. Und allein deshalb kommen hier am Blauen selber 16 Rosenarten vor und auf der Weide allein sind das 10. Und ist es irgendwie die Bodenbeschaffenheit oder was macht es, dass der Rosen hier so wohl ist? Also zum einen sind es Standortfaktoren wie Boden, die eine grosse Rolle spielen. Der Kalk, der durchlässig ist, also die geologischen Grundlagen. Und dann die klimatischen Bedingungen, wo Basel als Region schon recht trocken warm ist. Und dann die Exposition. Also man merkt so jetzt, wie sonnig das ist und dass das die Rosen sehr, sehr gerne haben. Jetzt das hier auf dieser Blauen Weide so viele Rosen hat, haben die Rosen eine Auswirkung auf die Biodiversität? Wie wirkt die Rosen auf die Biodiversität? Also die Rose selber ist schon reich an Vielfalt. Wenn man die Rosen anschaut, sieht man zum einen mal das Blatt, wo ein Federblatt ist, wo unterschiedlich behaart kann sein oder wo mit Drüsen kann behangen sein, wo unterseits amix so feine Stächeli hat. Teilblättli hat es amix 5, amix hat es bis 13. Also die Vielfalt anhand vom Blatt, aber dann gibt es auch die Vielfalt innerhalb der Blüte, wo, wenn sie blüht im Juli, von weiß über die verschiedenen Rosatöne bis zu purpurrot geht. Oder jetzt im Herbst sieht man den Strauch, der voll behangen ist mit den roten Hagebutten. Und auch die wiederum weisen eine ganz grosse Vielfalt auf. Und die Vielfalt, die lockt entsprechend die an? Die Vielfalt bei den Blüten bewirkt, oder respektive die Farbe bei den Blüten, bei den 5 Blütenblättern, bewirkt, dass das die Insekten anlocken tut. Und zwar ist das ein Himmelblau, das wir nicht als Blau wahrnehmen können, das aber für die Insekten ganz wichtig ist, um den Weg zu finden zu den goldleuchtigen Staubblättern. Und die Insekten holen sich dann dort Pollen. Also die Rosenblüte ist eine Pollenblume, die ganz viel nährstoffreiche Pollen oder Blütenstaub liefert. Also da ernähren sich zum Beispiel verschiedene Bienenarten, auch Honigbienen, Hummeli, Käfer und Schwebfliegen. Die einen brauchen es für ihre Brut und die anderen fressen den Blütenstaub gerade selber. Aus den Blüten entwickeln sich bis im Herbst jetzt so leuchtig rote Hagebutten. Und die Farbe ist eine Signalfarbe für Vögel und Säugetiere, um sich an diesen Hagebutten gütlich zu tun. Also die Mäuschen zum Beispiel, die holen die Hagebutten jetzt schon und fressen, solange die Fruchtwand noch hart ist, von diesen Fruchtwändchen. Und die Vögel picken die Hagebutten an, wenn die Fruchtwand weich ist, scheiden dann der Somme oder eben das Nüssli von der Hagebutte irgendwo wieder aus und tragen so zur Verbreitung von der Hagebutte respektive der Wildrosensträucher bei.